28.10.2011 haben sich A und M hier verliebt, verlobt und am 20.05.2011, keine Ahnung, was da war. Und hallo und herzlich willkommen zu Get Even mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ja, hier haben wir ja letztes Mal aufgehört. Jetzt wollen wir mal lesen, was hier auf den Zetteln steht. Die Resultate der Blutuntersuchung sind heute Morgen eingetroffen. Die DNA stimmt mit der DNA am Ort der Detonation überein. Chadwick behauptet, der gleiche Ort sei öfter als Unterschlupf von den Junkies der Gegend genutzt worden. Also muss Prado, ein bekannter Drogenabhängiger oder und Dealer, nicht zwangsläufig in der Entführung verwickelt gewesen sein. Bart Fair. Hier war ja in der letzten Folge Massenmord. Den Leuten wurden Hände und Gesicht zerschossen, damit sie nicht identifiziert werden können. Hier sind übrigens noch die Reste. Was ist das hier? Brian Scott. Leiche eines erschossenen Lagerhalle nahe der Route 10 gefunden. Die Polizei hat nun herausgefunden, wer er ist. Letzte Woche hatten wir über den schockierenden Fund einer Leiche in einem verlassenen Lagerhaus an der Route 10 berichtet. Der Leichnam eines 40-jährigen Mannes wurde auf dem Boden der Haupthalle des Lagerhauses entdeckt. Der Mann war offensichtlich gnadenlos aus nächster Nähe erschossen worden. Laut einer Quelle wurde die Opfer dabei das halbe Gesicht entstellt, sodass eine Identifizierung nicht möglich war. Die Polizei hat nun herausgefunden, dass der Name des Mannes Jasper Prado lautet. Ein stadtbekannter Söldner und Exilmilitär ohne festen Wohnsitz. Die mit dem Fall Prado beauftragten Ermittler Bart Fair und Hector Chadwick wollen sich zu diesem Fall nicht äußern. Zu diesem Zeitpunkt sei noch unbekannt, ob es sich bei Prado um das einzige Opfer am Tatort gehandelt hatte. Ach so, was haben wir hier noch? Ergebnis der ballistischen Analyse. Die Untersuchung der beiden Tatorte. Broomsgrove-Entführung, Fall Jasper Prado. Achso, Broomsgrove-Entführung und Fall Jasper Prado. Und die aufgefundenen analysierten Beweisstücke im Zusammenhang mit den Waffen und Munition während der beiden polizeilichen Untersuchungen lassen den Schluss zu, dass die Schützen von der Firma Advanced Defense Strategy hergestellte Waffen verwendet haben. Bart Fair. Tja, Waffen, die wir kennen. Eine Waffe, die wir geklaut haben. Und nun? Jetzt haben wir hier alles durchwühlt. Wir schalten mal auf... Ja, hier ist Blut. Was ist das hier? Da ist aber noch ein dicker Blutfleck obendrauf, ne? Echt eine Waffe? Ja. Das war aber Jasper eben. Das war der Prado eben. Und die sind in diese Richtung gegangen. This place again. Yes. Your mind is definitely throwing up some kind of link between this Jasper Prado and the explosion. I'm surprised it's this pronounced, though. As if something is bothering you. Uh-huh. Nach seiner Armeezeit von 94 bis 96 arbeitete er als Söldner, bis er entlassen wurde und anfing sich als Drogendealer zu verdingen. Aktuell verdient er sein Geld mit Gras, Hasch und Ecstasy-Geschäften, aber er hält auch noch Kontakt zu seinen alten Freunden. Damit ist der Prado natürlich gemeint. Ich wollte noch nicht raus. Das da ist noch, seht ihr, deswegen wollte ich noch nicht raus. Ich wollte lieber dann nochmal gucken. Kommt aus einer Familie der Arbeiterklasse. Vater war LKW-Fahrer, Mutter war Angestellte in einer Bar. Gute Leistung in der Schule, verlor aber schnell das Interesse an Bildung und suchte sich seinen Kick woanders. Zum Beispiel bei Partys, in Nachtclubs und beim Kiffen mit Freunden. So, so, ein kleiner, schlimmer Finger. Dies ist alles zu. Ja, wir können denn hier raus? Ich denke mal, ich hoffe mal. Hier ist auch nichts. Guck nochmal rum, aber die hängen ja hier nur an diesen roten Strippen hier. Die anderen sind nicht mit F. Man muss gar nichts machen, man muss einfach nur warten. Man hat noch eine gewisse Zeit. Black! For God's sake, hurry! I'm trapped! You can stop this!
My readings indicate that you've engaged with an earlier point in the memory. Though we still don't know why you're here. I was here to stop Jasper getting killed, I'm sure. Careful, Black. You're dealing with raw theory. Pay attention to the facts only. You risk imminent corruption if you continue this course. Fuck you, Red. I know why I'm here. Das ist verrückt. Jacob Zinger, das ist der, der die Leiche gefunden hat. Ist das seine Vernehmung? Das ist eine Puppe wieder. Yeah, I definitely heard gunshots. Well, I heard loud bangs. I guess they were gunshots, because the guy was shot, right? Anyway, I was out walking Cujo, my dog, at around 5 a.m. My wife's a heavy sleeper. Cujo's always needing the shit in the morning, so yeah, you know, sometimes I take him out for a walk. So yeah, I was walking down Pump House Lane and into the fields when the shots were fired. Ja. Der hat also die Schüsse gehört. Knipsen muss ich hier nix. Ich kann hier auch noch weitergehen. Das ist absolut verrückt und abgefahren. Hier kann ich auch noch hingehen. Was ist das hier? Ich habe ihn da stehen sehen. Ich will da aber jetzt noch gar nicht hin. Ich will erstmal nur schauen. Ich muss da auch großflächig an ihm vorbeigehen. Ah, ich kann hier auch runter. Okay. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite da, an diesen komischen... Ja, ich weiß, dass ich mich beeilen soll. Guck mal, da ist auch noch was. Da stehen auch noch welche. Komme ich da hin? Hier ist ein Weg. Wieder ein Verhörzimmer. Chase Opening. Achso. Entschuldigung. Fall geschlossen. Detektiv Buffet, Gründe für Wiedereröffnung. Auftragsformular für Fallwiedereröffnung. Das ist der mit der tödlich, mit dem Mord. Jetzt habe ich das wieder getan. Na, ich habe ja eine Weile durchgehalten. Pike Fall. So, hier ist noch ein... Ich wollte schon sagen, aber nein. Parados Kfz. Beweismittel im Fall der Fallnummer F2006. So ein schickes Auto konnte er sich leisten. Dafür, dass er auf der Straße gewohnt hat. Jasper Prado. Britisch, männlich, Alter 39, Herkunft kaukasisch. Merkmale keine. Das muss auch einen Zusammenhang haben, dass sie alle kaukasisch sind. 1,88, Gewicht 82 Kilo. Empfindliche Informationen entfernt. Verkehrsdelikt. Gewaltsamer Zutritt. Besitz von Klasse C Drogen. Diazepam und Nitrazepam. Besitz von Klasse C Drogen. Cannabis und Katin. Verkehrsdelikt schon wieder. Besitz von Klasse B Drogen. Cannabis und Codein. So, so. Ja, da könnte man sagen, er war ein Drogendealer. Hier kann ich auch noch gucken. Was, sonst stoppt es nicht? Oh, da steht auch noch eine. Ich würde sagen, ich gehe dann erstmal zu diesem komischen Eingang da. Da. Und dann können wir zu dem da hinten hingehen. Telefonzelle. What's your problem? I won't tell you where I am. You need to back the fuck away now. This is out of your hands and there's nothing you can do about it. So leave me the fuck alone and just let this run its course. Ah. Das
Jasper hatte schon nichts mehr richtig unter Kontrolle. Wegen wir haben es richtig nicht unter Kontrolle. Können wir reingehen, aber ja, hier draußen stand noch einer, da will ich jetzt erst nochmal hin. Ah, da kommen wir, hier kommen wir durch, hier kommen wir durch. Hier ist noch ein, der hat die ganze Zeit gerufen. Was sollen wir denn stoppen? Zuständige Bearbeiter bat fair, Fall geschlossen. Also haben sie den Fall später wieder geöffnet? Ich habe mir jetzt das Datum nicht gemerkt. Detektiv bat fair wird vermisst von Ted Wellmore. Nachdem er 4 Tage in Folge nicht bei der Arbeit erschienen war und auch seine Frau Jenny Fair ihn nicht erreichen konnte, wurde der 45-jährige Detektiv bat fair jetzt offiziell als vermisst gemeldet. Der Chronicle konnte mit Fairs Kollegen Hector Chadwick sprechen, der unbezahlten Urlaub genommen hat, um seinen Freund zu suchen. Bart ist ein großartiger Polizist, aber hat sich immer viel zu sehr in die Arbeit reingesteigert. Ein Mann sollte nicht für die Arbeit allein leben, schon gar nicht, wenn er eine Familie hat. Ich werde ihn finden, das kommt wieder in Ordnung. Detektiv Fair erhielt 2009, ja, das haben wir gelesen. Also der ist verschwunden. So. Ja, dann sind die auch weg. Ich glaube, ich habe jetzt alle, ne? Hier dürften jetzt keine mehr sein. Ich flitze hier jetzt nochmal schnell durch. Und dann gehen wir durch die Tür. Ich nehme an, wir müssen alle diese Jasper Statuen da, Stellungen, Dingern da ablaufen. Da war aber was Giftiges drin. Das ist irgendwie ein Firmengelände hier. Ja, interessant. Ich hoffe, ich habe dran gedacht und habe hier mal Murder Souls Suspect drunter verlinkt. Das erinnert mich auch ein bisschen daran. Also das würde auch vom Thema passen. Das war ja auch ein Detektiv. Eben konnte ich da noch rein. Black, I've been reviewing the data. Though you've been thorough in gathering evidence, your pursuit of supposition has sadly rendered this investigation useless. I'm pulling you out. No, Red, not yet. I'm so close. Ich habe nicht gründlich genug Beweise gesammelt? Seid ihr bescheuert? Ich habe alles gesammelt, was man sammeln konnte. Oh, da ist er wieder. Ich habe nicht genug Beweise gesammelt. Ich bin entsetzt. Ich kann noch nichts dafür. Like I said, you began making assumptions. The Pandora is neutral, Black, and so must you be. Maybe you really were there to save Jasper. But the moment you assume that to be true, you corrupt the simulation and cast doubt over the memory. If you continue to do so, we will not be able to proceed. Maybe I don't want to proceed. Oh, I think you do, Mr. Black. You wouldn't be here if you didn't want answers.
wir wollen antworten. Was war denn daran jetzt nicht richtig? Ich kann doch nichts machen, ich wurde angegriffen. Let's try a different approach this time, Black. Different how? I'd like to try starting before Prado was killed. You want me to try again? To save Jasper? I don't want you to try anything, Mr. Black. Everything is prepared for you. Just relax and explore. Yeah, sure. Listen, I think someone's been murdered here in the warehouse. You should... Das sind nochmal dieselben Sachen. Wir sollen ihn jetzt retten. Hier kann ich immer noch nichts machen. Hier ist aber... Wir haben eine Nachricht gekriegt. Halt. Was war denn das? Haben wir ein Bild? Die Polizei kam nicht weiter, aber ich kannte das Opfer, Jasper Prado. Achso, warte mal, zwei. Es fehlen auch nur zwei. Ich hatte vorhin 43. Ich habe extra drauf geachtet. Wir bleiben aber mal beim Handy. Das ist neu. Da kann ich zurück in meinem Dings. Das machen wir mal kurz. Ich will mal schauen. Und dann geht's weiter. Ich will mal schauen nach dem Erfüllungsstand. Excellent, Mr. Black. You're using all the tools I have provided. 91%. Fast alles gefunden. Sehr schön. 94. The Victim 96. Das bleibt natürlich dann so. 84. Da fehlt mir wirklich nicht viel. Ärgerlich. Ach, hier sieht man auch das Datum. Da habe ich vorhin gar nicht drauf gedacht. 20.06.2015. Ist ja nicht mehr viel. So, wir wollen mal weitermachen. So, ich trinke mal einen Schluck. Diese Fotos sind sowas wie ein Portal, was ich öffnen kann. Um dann eben wieder dahin zu kommen, wo ich hinkommen möchte. Aber was mache ich denn jetzt hier in der Irrenanstalt? Lighthurst Asylum. Listen, it's me. You need to tell me where the fuck you are and what the fuck is going on. You got a lot to answer for, you know that. Call me back the second you get this or there'll be consequences. Das war Black. Aha. Zuerst war da der Leichnam eines Mannes in einem Lagerhaus in Niate Route 10. Dann haben wir erfahren, dass sein Name Jasper Prado ist. Jetzt wollen wir zum ersten Mal untersuchen, um wen es sich dabei handelte. Ein unschuldiger Mann als Opfer eines Psychopathen? Oder war ein kaltblütiger Krimineller, der seine gerechte Strafe erfahren hat? Nach seiner Entlassung aus dem Militär vor etwa 10 Jahren kehrte Prado in sein Heimatland zurück und startete umgehend eine beeindruckende, offiziell dokumentierte Karriere als Krimineller. Nur 4 Monate vor seinem Tod wurde er wegen Drogenbesitzes verhaftet. Hatte sein Tod mit dem Drogengeschäften zu tun? Oder kam er mit seinem Leben einfach nicht mehr zurecht? Die Polizei hat die Möglichkeit eines Selbstmordes noch nicht offiziell ausgeschlossen. Ja, er hat sich auch die Hände zerschossen und dann kann man sich auch natürlich das Gesicht zerschießen. Das geht hervorragend. Also erst das Gesicht zerschießen und dann noch die Hände. Kein Problem. Von Brian Scott. In dieser Woche wurde in einem verlassenen Lagerhaus eine Diät. Das kennen wir schon, das kennen wir schon. Haben wir denn hier auch mal... Da komme ich wieder raus. Was ist das? Ne? Eine E-Mail? An Needline T-Series Sugar UK. Komm, was ist das denn? Wie ich schon am Telefon gesagt hat, die Sache... Hab gesagt, die Sache ist heikel. Du arbeitest für mich und befolgst meine Befehle. Wenn du das nicht hinbekommst, finde ich jemand anderen. Also mach keinen Scheiß. Okay. Wir machen keinen Scheiß. Z. Ich habe mit Ben und Eric gesprochen und dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Der faule Apfel muss so schnell wie möglich entfernt werden. Wir können kein Risiko eingehen. Mal wär's Bunch. Ja, der faule Apfel, war das der Herr Prado? Haben wir das schon gelesen? Z.
Kaukasisch, arbeitslos, Merkmale keine. Ah, Rhesus negativ. Aha. Seine Krankenakte. Warte mal. So und so. Dieser Ort wird Patronenlager genannt. Das ist ein verlassenes Lagerhaus. Etwas weniger als 1 Kilometer von der Tankstelle an der Route 10 entfernt. Aber hier wurden nie Patronen oder ähnliches gelagert. Angeblich nennt man das ehemalige Lagerhaus nur so, weil hier im Laufe der Jahre jede Menge Patronenhülsen gefunden worden sind. An diesem Ort sind wahrscheinlich schon eine ganze Menge Morde geschehen. Oder die haben Schießen geübt. Das haben wir, glaube ich, gerade, ne? Ich habe mir das nicht gemerkt. Entschuldigung, ja, hatten wir, okay. So, hier kommen wir. Da ist noch ein Zettel, den habe ich noch gar nicht gesehen. Vielleicht gelesen, Zwischenzeit, ja, vielleicht, was meinst du? Der Typ ist ein Spitzel, nicht gut. Und? Weiß nicht, ob wir ihn umlegen sollen. Wenn nicht, wird uns der Boss umbringen und seine Alte auf unseren Grab tanzen. Stimmt. Mann, wir machen das zusammen, dann gibt's kein Problem mehr. Das ist ein Chatprotokoll. Ach so. Jetzt komme ich hier ja auch nicht mehr raus. Hier ist zu. Ich muss... Hier. Lock it. Ich muss... Das Foto benutzen. Habe ich denn mir hier jetzt alles angeschaut? Grüne Punkte haben wir nicht auf dem Ding. Gut, okay. Nochmal das Lagerhaus. So what did I do wrong last time? You just lost your way, Black, that's all. My reading suggests the majority of that memory remains unexplored. Focus this time. Assume nothing. Explore the memory in full. Relax and explore. Very good, Mr. Black. Relax and explore. Die gesamte Erinnerung sollen wir rekonstruieren. Ah. Oha. Und dann auch noch damit. Remember, this is exactly the same memory as the last one just a little earlier on. We need a clearer understanding of exactly what happened. Understood. This memory is a little temperamental, Mr. Black. I would advise against going in guns blazing. Try not to get spotted. Right. Neuer Eintrag. Ach, ein Foto? Diesmal nicht so lang. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich muss leise sein. Die dürfen mich nicht sehen.